Konnichiwa minasan! Im heutigen Video möchte ich euch mal 5 Schauspielerinnen vorstellen, die man in Japan kennen sollte, beziehungsweise die hier in Japan richtig, richtig berühmt sind und die in vielen Fernsehdramen, Filmen und was weiß ich nicht alles schon mitgespielt haben. Das heißt, wenn ihr ein bisschen mehr von der japanischen Dramen-, Fernsehwelt, Filmewelt kennen wollt, dann solltet ihr diese 5 Schauspielerinnen auf jeden Fall kennen. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Schauspielerinnen, die mindestens genauso berühmt sind oder die auch sehr berühmt sind. Ich habe mir jetzt mal ein paar rausgesucht, eben 5. Und falls ihr noch mehr kennen solltet, die in Japan auch sehr berühmt sind, dann könnt ihr die vielleicht gerne auch mal in die Kommentare posten, damit die anderen wissen, wen es da sonst noch so gibt. Ich stelle euch jetzt hier aber erstmal 5 vor, die ich ganz gut finde oder von denen ich auch schon mal einen Drama gesehen habe und werde euch auch mal ein bisschen deren Instagram-Accounts zeigen, die auch unten in der Beschreibung verlinkt, damit ihr auch direkt mal ein Bild dieser Schauspielerin habt. Fangen wir auch gleich an mit Takahata Mitsuki. Die ist 1991 geboren, also 27 Jahre alt jetzt. 1,58 Meter groß, also nicht wirklich so groß. Viele Japaner sind ja auch sehr klein, vor allem Japanerinnen auch viel kleiner als vielleicht Deutsche. Und sie hat die Blutgruppe AB. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum sagt er denn uns die Blutgruppe? Das ist vollkommen irrelevant. Für die Japaner ist es sehr wichtig und das wollte ich euch damit auch sagen. Also Japaner schauen sehr auf die Blutgruppe und sprechen den Blutgruppen verschiedene Eigenschaften zu. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Deswegen auch bei solchen berühmten Persönlichkeiten guckt man dann schon mal, was hat die denn für eine Blutgruppe, was ist die denn für einen Charakter. Deswegen Blutgruppe ist auch immer ganz wichtig in Japan. In welchen Dramen hat sie so mitgespielt? 2 Dramen, die sehr berühmt waren oder in denen sie in der letzten Zeit auch in den letzten Jahren mitgespielt haben. Das ist einmal Kahogo no Kahoko. Das ist ein bisschen schwierig auszusprechen, aber Kahogo no Kahoko. Und das habe ich auch gesehen mit Mayu zusammen. Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Drama, wie ich fand. Kann ich also wirklich nur empfehlen, dieses Drama. Und dann hat sie mitgespielt in Maison do Polisse. Das habe ich nicht gesehen, ist auch ein relativ neues Drama, also noch nicht so alt, soll aber auch sehr gut sein. Könnt ihr also auch gerne mal reinschauen, vielleicht ist das ja was für euch. Schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen bei ihr bei Instagram rein. Das ist jetzt mal hier so ihr Instagram. Hier sieht man sie, sie ist links, also die linke Person hier in dem Bild. Und ja, könnt ihr auch mal bei Instagram vorbeigucken, da seht ihr dann auch immer, wenn neue Dramen kommen oder irgendwas Neues gepostet wird, also wenn die irgendwo neu was macht irgendwie. Und sie singt auch, das kann man auch dazu sagen. Zeitungen natürlich machen die auch alle. Also alle diese Schauspielerinnen und auch Schauspieler in Japan, die machen dann immer noch so Fashion-Sachen, Model nebenbei noch. Model gibt es sowieso unglaublich viele in Japan. Fast jeder hat mal irgendwo irgendwie gemodelt, ganz übertrieben gesagt. Models gibt es also auch sehr viele und vor allem auch Werbung wird natürlich auch sehr, sehr viel gemacht. Gibt auch manchmal so ein paar lustige Fotos. Also da auch auf Instagram könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Dann haben wir Adimura Kasumi, die auch wirklich sehr, sehr bekannt ist. Gerade in der letzten Zeit. Die hat auch eine Schwester und die Schwester hat sich letztens umoperieren lassen im Gesicht, weil ihr das nicht so ganz gefallen hat. Das ging auch groß durch die Presse. Die Schwester ist aber nicht so berühmt wie jetzt Adimura Kasumi, sondern sie ist viel, viel berühmter. Ist 1993 geboren, also wie ich. Hat aber früher Geburtstag. Deswegen ist sie also 26 jetzt, ist 1,60 Meter groß und ist Blutgruppe B. Das wollen wir natürlich auch nie vergessen. Mitgespielt hat sie zum Beispiel in Hyoko, das habe ich nicht gesehen, das Drama, und in Chugakse Nikki. Das ist auch ein Drama, was noch nicht ganz so alt ist und was wirklich auch sehr gekommen ist, also in Japan auch, was berühmt war oder was viele Leute gesehen haben. Und sie ist, ja, in der letzten Zeit macht auch viele Werbespots und ist im Fernsehen, in Boulevardpresse und so immer groß dabei. Also auch wirklich eine Schauspielerin, die natürlich auch noch ein bisschen jünger ist, aber die wirklich auch in Japan so gut wie jeder kennt und die man auch kennen sollte, wenn man sich ein bisschen mit japanischem Fernsehen auskennen möchte. Schauen wir auch da natürlich nochmal auf ihr Instagram. Das hier ist das Instagram von ihr. Hat natürlich sehr, sehr viele Follower. Also an der Zahl der Follower sieht man natürlich auch immer, wie berühmt die dann sind. Das ist sie. Das ist die Adimura Kasumi. Hat hier natürlich auch ganz viele verschiedene Bilder. Man sieht auch immer so ein bisschen hier Model-Style-Bilder. Die gibt es dann auch, weil eben viele Schauspielerinnen nebenbei auch modeln. Also das ist wirklich ganz, ganz normal in Japan, dass man das so macht. Manchmal gibt es auch hier so kleine, ja, Filme, also Videos sind manchmal auch drin. Hier für irgendwelche Dramen oder so wird dann auch schon mal was zur Heirat angezogen. Ist, glaube ich, zur Heirat, denn sie selber ist noch nicht verheiratet, soweit ich weiß. Und ja,
Da also auch Instagram hat jetzt noch nicht so viel gepostet, nur ein paar Posts, aber schon ordentlich was. Und hier im Übrigen ist ihre Schwester mit dabei. Die rechte Person, das ist ihre Schwester, die sich umoperieren hat lassen, soweit ich das zumindest weiß. Und ja, also auch hier kann man mal gerne vorbeischauen. Link natürlich unten in der Beschreibung. Dann haben wir Ishihara Satomi, von der ich auch schon mal ein Drama gesehen habe. Werde ich euch gleich natürlich auch vorstellen. Das Drama hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut. Die ist 1986 geboren, also schon ein bisschen älter. Zumindest älter als die beiden, die ich euch eben vorgestellt habe. Ist 1,57 Meter groß und hat die Blutgruppe A. Wir sehen schon, wir haben jetzt Blutgruppe AB gehabt, B gehabt und A gehabt. Also wenn die Japaner irgendeiner Blutgruppe jetzt zuschreiben, dass man damit besonders guten Modelberuf oder einen Schauspielerberuf machen kann, dann ist das schon mal ein bisschen komisch, weil jetzt haben wir drei verschiedene Personen und drei verschiedene Blutgruppen. Aber nun gut, da sieht man vielleicht schon so ein bisschen die Grenzen der Blutgruppenwahrsagerei. Wo hat sie aber mitgespielt? Sie hat mitgespielt bei Gosikara Kujima de Watashi ni Koishita Obo-san. Vom Titel her kann man schon sagen, von 5 bis 9 Uhr der Mönch, der mich geliebt hat, sozusagen, oder der sich in mich verliebt hat. Ja, das ist ein Drama, was in der Tat davon handelt, dass sie mit einem Mönch zusammenkommt und Mönche stehen natürlich morgens früh auf und dieser Mönch ist wirklich total in sie verliebt und dann sieht man so ein bisschen, wie die zusammenleben, aber die Eltern vom Mönch, die wollen sie nicht wirklich akzeptieren und sie ist Englischlehrerin, das muss man dazu sagen, sie möchte ins Ausland reisen, nimmt diese Chance dann aber nicht wahr und beginnt diese Beziehung mit diesem Mönch und das ist relativ interessant und ein lustiges Drama, wie ich auch finde, wirklich sehr lustig. Kann ich euch nur empfehlen, dieses Drama. Und man lernt vor allem auch so ein bisschen was über japanische Tempel und wie das da drinnen aussieht und wie Mönche so leben in Japan kennen. Wirklich sehr, sehr gutes, spannendes Drama, wie ich finde, kann ich euch nur empfehlen. Sie hat jetzt nicht ganz so viele Follower auf Instagram, zumindest nicht so viele wie die Adimura Kasumi, die wir eben hatten. Aber hier zum Beispiel, neueste, gibt es ein kleines Video, da kann man vielleicht mal reingucken. Und genau, das ist sie eben. Sie spielt auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Fernsehdramen dann noch mit, hat auch Filme gemacht. Wir sehen hier auch wieder die Zeitungen. Also auch Model ist bei ihr wieder an der Tagesordnung, wie gesagt, bei eigentlich fast allen Schauspielerinnen in Japan. Hier sehen wir, da scheint sie einen Preis bekommen zu haben. Das ist doch auch mal nett. Also auch bei Instagram kann man da wieder gerne vorbeigucken. Hier haben wir Meiji, da macht sie dann Werbung für die Meiji-Schokolade, denke ich mal. Weiß das jetzt aber nicht ganz genau, weil gucke ich auch nur drüber, wie ihr wahrscheinlich ja merkt. Aber auch da Instagram wirklich immer sehr interessant, um so einen Einblick und ein Bild von den Leuten einfach mal zu bekommen. Dann haben wir noch die Toda Erika, auch eine Person, eine Schauspielerin, die wirklich sehr, sehr berühmt ist. Ist 1988 geboren und hat ihre besten Dramen sozusagen schon vor ein paar Jahren gehabt. Also sind schon ein bisschen älter, die Dramen, die richtig, richtig geboomt haben in Japan, die richtig berühmt waren und wo sie dann eben auch dabei war. Sie spielt aber trotzdem noch auch in Dramen mit, die in letzter Zeit rauskommen und ist dementsprechend also auch noch wirklich sehr bekannt in Japan. Sie ist 1,64 Meter groß und hat die Blutgruppe AB. In welchen Dramen hat sie mitgespielt? Sie hat zum Beispiel in sowas wie Speck mitgespielt. Das ist ein Drama, ich persönlich habe es nicht gesehen, was aber in Japan wohl richtig, richtig berühmt auch war. Dann hat sie mitgespielt in Kodo Brü. Auch das soll sehr, sehr bekannt gewesen sein. Und Daya Game, nennen die Japaner das dann, so sprechen sie es aus, wird aber wie im Englischen geschrieben, der Titel des Dramas. Also das wirklich auch eine Größe unter den Schauspielerinnen, die schon auch ein bisschen älter ist und dementsprechend natürlich auch schon viel, viel mehr TV-Produktionen und sowas gemacht hat. Je älter die sind natürlich, desto mehr Dramen und so haben die mitgespielt. Und da wollen wir natürlich auch nochmal bei Instagram reingucken. Sie hat auch wieder eine ganze Menge an Followern, wie man sieht. Ist also wirklich eine ganze Menge. Ihr fragt euch vielleicht, was heißt dieses japanische Zeichen hinter der 328? Das heißt, dass ihr 4 Nullen daran hängen müsst. Das heißt, das Ganze wären jetzt 3.280.000 Follower. Das habe ich vielleicht bisher noch gar nicht gesagt, ist aber ganz gut, das mal zu erwähnen. Also sie hat über 3 Millionen Follower. Hier sehen wir auch, dass wahrscheinlich eine Werbung für irgendwas, denke ich mal. Also auch sie wirklich sehr berühmt. Hier ist sie, hier sehen wir sie. Das ist die Toda Erika, hat hier irgendein Kind, wer auch immer das jetzt genau ist, müsste ich genauer lesen. Und ja, das hier auch so Bilder, also auch sie hat Instagram, auch sie modelt, glaube ich, nebenbei. Das hier war jetzt, ist nicht ihr Mann, glaube ich, sondern das ist auch für ein Drama jetzt gemacht worden. Also hier macht sie dann auch Werbung, unten im Titel steht, für die erste Folge dieses Dramas wird dann dort auch Werbung gemacht. Sowas gibt es auch oft, dass sie dann auf Instagram Werbung machen für die verschiedenen Dramen, in denen sie teilnehmen.
Aber auch hier kann man unter Umständen mal vorbeigucken, wenn man so auf dem Laufenden bleiben will. Aber auch sie hat noch nicht so viele Posts, glaube ich, ne? Nee, die haben nicht immer so viele Posts, aber 3 Millionen Follower. Warum nicht? Zu guter Letzt kommen wir zu einer Schauspielerin, die noch sehr jung ist. Sie ist 19 Jahre, aber hat gerade jetzt in den letzten 2-3 Jahren, vor allem aber in den letzten 2 Jahren, sehr, sehr viel an Bekanntheit hier in Japan gewonnen. Und zwar ist das Nagano Mei. Sie ist 1999 geboren, 1,63 Meter groß und hat die Blutgruppe AB. Und sie hat zum Beispiel in so Dramen mitgespielt wie Hanbun Aoi. Das ist ein Drama, was morgens immer kommt, also es gibt so Asadora, nennen die Japaner das. Das sind Dramen, die morgens für Hausfrauen zum Beispiel gemacht werden, die meistens relativ kurz sind, die sind gar nicht so lange und da hat sie eben mitgespielt und die Schauspielerinnen, die in diesen Morgendramen mitspielen, die werden meistens auch relativ berühmt, dann da hat sie mitgespielt, das war schon sehr erfolgreich für sie und dann hat sie in Sannen Eigumi, Imakara Minasan wa Hitojichi desu. Mitgespielt und das war wirklich ein Drama, was in der letzten Season unfassbar an Popularität gewonnen hat, auch unter Jungen, unter Älteren. Das war ein Drama, wo ein Lehrer Schüler in einem Klassenraum festgehalten hat, das haben Mai und ich auch gesehen, wir waren auch begeistert von dem Drama. Und er hat die da festgehalten und hat versucht, einen Selbstmordfall aufzuklären, beziehungsweise ist nicht klar, ist das ein Selbstmord, ist das kein Selbstmord? Was ist es denn eigentlich? Darum handelt die Geschichte dann eben und die versuchen das irgendwie rauszubekommen. Unglaublich spannend, unglaublich gut gemacht, dieses Drama. Und da war sie eben auch eine mit der Hauptfiguren und dadurch wurde sie auch nochmal gepusht. Das heißt, sie macht jetzt in letzter Zeit auch viele Werbungen im Fernsehen und kommt wirklich richtig. Also das ist eine Schauspielerin, die jetzt schon sehr berühmt ist mit 19 Jahren und von der man wahrscheinlich, also von der man erwarten kann, dass sie wahrscheinlich in Zukunft noch berühmter wird und noch mehr Rollen in verschiedenen Fernsehdramen bekommen wird. Das wollte ich am Ende als fünfte Person sozusagen nochmal jemanden vorstellen, der von jetzt an noch berühmter können werden könnte, um euch da auf dem aktuellsten zu halten, was hier in Japan wirklich jetzt so im letzten Jahr passiert ist und wer da jetzt so an Berühmtheit gewonnen hat. Auch hier wollen wir natürlich nochmal bei Instagram reinschauen. Wir sehen hier, sie hat 218 und dann das japanische Zeichen für Mann Follower. Das sind über 2 Millionen Follower. Also das ist schon wirklich eine ganze, ganze Menge, die 19-Jährige da schon hat an Followerzahlen. Hier sehen wir sie. Hier sehen wir sie noch mit ein paar anderen Personen. Auch sie natürlich wieder, ne? Zeitungscover wird dann auch immer auf Instagram gepostet. Hier vielleicht noch interessant für die Leute, ne, aus Deutschland, die in Deutschland leben. Die Japaner haben nicht wie wir in Deutschland dieses System, dass sie irgendwo Werbung hinschreiben müssen oder Anzeige, wenn sie für irgendwas Werbung machen auf Social Media, sondern man schreibt einfach gar nichts hin, ja? Das heißt, in Deutschland wäre das Schleichwerbung, aber in Japan interessiert sich keiner dafür. Hier diese Cover und so, das wird einfach alles gemacht, ohne irgendwo was hinzuschreiben. Ja, also das ist eine Person, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch stark kommen wird in Japan, die ja schon im Grunde total berühmt ist. Also ich meine, 2 Millionen Follower, das muss man halt auch erstmal machen. Das ist mal nicht so eben gemacht. Das war es im Grunde auch schon. Das waren 5 Schauspielerinnen, die ich euch jetzt einfach mal vorstellen wollte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wollt ihr auch 5 Schauspieler noch sehen, die es in Japan gibt? Da könnte ich auch mal ein Video zu machen. Was sind so berühmte Schauspieler oder Sänger? Berühmte Sängerinnen, berühmte Band, berühmte Sänger. Das sind alles Dinge oder Ideen, die ich noch für eine Videoidee habe, wo man dann sagen könnte, wir gucken uns auch wieder Instagram von denen an, wie das so aussieht, damit ihr direkt ein Bild von denen habt. Wie findet ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das war jetzt erstmal so ein kleiner Versuch, so eine Pilotfolge sozusagen, mit der ich einfach mal gucken wollte, gefällt euch sowas? Habt ihr Interesse an sowas? Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Dramen, die ich genannt habe, von diesen Personen schon gesehen habt. Die haben wirklich ganz, ganz viele Dramen gemacht. Da könnt ihr mal auf Wikipedia gucken, da gibt es ganze Listen. Ich habe versucht, die Dramen rauszupicken, die sehr berühmt waren in Japan und die diese Schauspielerinnen auch ordentlich gepusht haben, also wodurch die nochmal ein bisschen berühmter geworden sind, als sie eh schon waren. Aber es gibt ganz, ganz viele Dramen, Filmen und was weiß ich nicht alles. Also das ist nur die Spitze des Eisbergs, was ich euch hier heute gezeigt habe. Da gibt es noch sehr viel, was die machen und gemacht haben. Nun gut, das war es erstmal von diesem Video. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da gibt es noch Online-Kurse. Ihr könnt gerne meinen Amazon-Link auch benutzen. Das würde diesen Kanal auch sehr unterstützen. Oder auch eine direkte Spende hinterlassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!